Aisha radiallahu ta'ala anha wurde einst gefragt über Jagdbeute, Tiere, die, wildes Tier, das gejagt wurde, ob der Muhrim das essen darf. Der Muhrim ist der im Weihzustand für die Pilgerfahrt ist, für den Hajj oder die Umrah. Warum wurde ihr diese Frage gestellt? Nein, der Muhrim darf mit Konsens der Ahlul Ilm, also das ist eine unumstrittene Sache, er darf während seines Weihezustands, währenddem er im Ihram ist, nicht jagen. Darf er ein Hühnchen schächten? Nein, das, geht jemand Hühnchen jagen? Hühnchen, normalerweise werden sie nicht gejagt. Also es ist kein Jagdbeut oder kein Jagdtier, es ist kein Wild. Oder wenn jemand ein Schaf kauft und das schächtet, das ist kein Jagen. Also mit dem Jagen ist wirklich gemeint, dass man in die Wildnis geht und nach ein wildes Tier jagt. Grundsätzlich ist das erlaubt. Grundsätzlich ist das erlaubt, aber während des Ihram ist das Jagen für den Muhrim verboten. Allah Ta'ala sagt, Uhillat lakum bahimatul an'am. Die Bahima, das heißt, das Vieh ist für euch erlaubt. Außer das, was euch verboten wird, غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ. Und hier ist noch eine weitere Ausnahme. Außer das Jagen oder die Jagdbeute, wenn ihr im Zustand des Ihram seid. Warum wird sie dann gefragt, was ist denn das Problem dabei? Ist so eine unumstrittene, klare, verbotene Sache. Es geht darum, es geht nicht um das Jagen selbst. Die Fragenden haben nicht um das Jagen gefragt. Sie haben gefragt, wie es ist, wenn jemand jagt, nicht der, der im Ihram ist, jemand jagt und bietet mir das zum Essen an. Darf ich davon essen oder darf ich das nicht essen? Das ist die Frage. Und dann sagte sie, innama hiya ayyamun qala'il, es sind nur wenige Tage, also du bist im Ihram nur wenige Tage, famarabak fada'hu, was dir bange macht, worüber du dir unsicher bist, das meide. Es ist ganz interessant, was Aisha radiallahu ta'ala anha hier sagt, denn die Sahaba waren sich uneinig über diese Angelegenheit. Die Fatwa der Sahaba war verschieden in dieser Sache. Insgesamt haben wir hier drei Auffassungen der Ulama. Also über das Jagdgut, Jagdbeute, Jagdwild, das nicht vom Muhrim selbst gejagt wurde, aber ihm angeboten wird. Also du musst dir das so vorstellen, du bist im Ihram, du bist jetzt irgendwo in Mekka dort und jemand von den Bewohnern dort geht jagen und bringt dir etwas mit. Darfst du das essen, darfst du das nicht essen? Das ist die Frage. Und die Ulama haben hier drei Auffassungen. Die einen sind der Auffassung, dass es absolut nicht erlaubt ist. Also ob es für dich gejagt wurde, oder einfach für sich selbst. Er hat es für sich selbst gemacht und du bist ihm über den Weg gelaufen. Und dann hat er dir was angeboten. Ob du mitgeholfen hast oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist absolut verboten. Und das ist die Auffassung von Ali und von Umar ibn al-Khattab und von anderen. Die zweite Auffassung, das ist die Auffassung der Mehrheit. Der Mehrheit der Gelehrten, auch der Mehrheit der Rechtsschulen, das heißt die Shafi'iyya, die Malikiyya und die Hanabila sind der Auffassung, dass es nicht erlaubt ist, wenn er dazu beigetragen hat oder wenn es für ihn gejagt wurde. Für ihn. Ist auch nicht erlaubt. Das ist die Auffassung, wie gesagt, der Mehrheit, der Jamahid, der Sahaba und der Tabi'un und der vier Rechtsschulen. Und dann gibt es eine dritte Auffassung, und das ist die Auffassung der Hanafiya und die Auffassung von Ibn Umar radiallahu ta'ala an. Das heißt, Ibn Umar widerspricht seinem Vater. Umar hat, wie wir gesagt haben, war der Auffassung, dass es absolut verboten ist, in jeder Hinsicht. Sie waren der Auffassung, dass es erlaubt ist, solange er nicht mitbeteiligt ist, also solange er nicht mithilft, auch wenn es für ihn getan wird. So, das heißt, die Sahaba hatten hier verschiedene Auffassungen und Aisha radiallahu ta'ala anha hatte sicherlich auch eine Auffassung diesbezüglich. Aber sie sagt dem Fragenden, es sind nur wenige Tage, meide es. Es sind 4, 5 Tage, danach kannst du es wieder essen.
Und das ist ganz interessant. Warum ist es interessant? Allgemein der Hadith. Aus diesem Hadith haben die Fuqaha eine Maxime, ein Prinzip abgeleitet. Prinzipien sind übrigens sehr wichtig. Die Prinzipien des Fiqh sind von enormer Wichtigkeit, weil sie zeitlos sind. Die Prinzipien des Fiqh, das heißt diese universellen Regeln des Fiqh, sind zeitlos, nicht ortsgebunden. Im Gegensatz dazu sind fertige Fatawa zeit- und ortgebunden. Die universellen Prinzipien und Regeln des Fiqh sind aber nicht zeit- und ortgebunden. Die Fuqaha haben hier eine Regel abgeleitet aus diesem Hadith und aus diesem Vorfall von Aisha und ein Dutzend anderer Vorfälle, die besagt, yustahab al-Khuruj min al-Khilaf. Es ist erwünscht, den Khilaf der Rechtsgelehrten zu meiden. Das Umstrittene zu meiden. Natürlich nicht im absoluten Sinne, nicht, dass man das als Vorwand nimmt, immer wenn irgendwo eine Unstimmigkeit existiert, das zu verbieten. Es geht hier nicht ums Verbieten. Es geht hier nicht darum, dass man es verbietet. Es geht darum, es aus, sagen wir es mal so, yani etwas zu meiden, auch wenn man nicht glaubt, es sei verboten. Und diese Regel ist unumstritten unter den Rechtsgelehrten. Einige der Fuqaha der Maliki erwähnen, dass es einen Konsens hierüber gibt. Und wir sehen diese Regel, wenn ihr die Fiqh-Bücher durchlest, ihr werdet diese Regel immer wieder vorfinden. Immer wieder. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus dem ersten Kapitel der Fiqh-Bücher bei den Hanabila. Das erste Kapitel ist immer die Tahara, die Reinheit, bei fast allen Büchern des Fiqh. Und sie beginnen mit den Gewässern. Die Hanabila sagen Folgendes: Wasser, welches durch eine unreine Substanz erhitzt wurde. Das heißt, Wasser selbst ist rein, tahur, aber es, bei der Erhitzung des Wassers wurde eine unreine Substanz verwendet. Kann man sich das vorstellen? Das wäre möglich, aber der Kuhkot ist bei den Hanabila rein, nicht unrein. Ist rein, also alle Ausscheidungen von essbaren Tieren sind bei ihnen rein. Rein heißt natürlich nicht, dass man sie verzehren kann. Rein heißt einfach, ja, wenn du damit in Kontakt kommst, musst du dich davon nicht bereinigen. Es kann sein, dass Dinge, die rein sind, verboten sind. Oder? Sie sagen, aber das Beispiel ist möglich, nur müssen wir das Tier auswechseln. Wir müssen das Tier auswechseln. Ich weiß nicht, ob man das mit Schweinekot macht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Konsistenz spielt da auch eine Rolle. Nehmen wir aber das mal einfach nur so hypothetisch als Beispiel. So, er benutzt das jetzt, um daraus Feuer zu machen, zündet das an. Also ist dieses Wasser rein? Das Wasser ist rein, oder? Aber die Hanabila sagen, dass es makruh ist, dieses Wasser zu verwenden. Warum? Warum sagen sie es makruh? Sie sagen, khurujan min al-khilaf, khurujan min al-khilaf, um diese umstrittene Zone zu verlassen. Nicht? Oder ein anderes Beispiel. Wenn jemand, das nennen sie al-ma' al-musta'mal, benutztes Wasser. Wasser, das in einer Tahara benutzt wurde. Die Tahara kann eine Pflicht-Tahara sein oder eine erwünschte Soll-Tahara. Wie zum Beispiel das Ghusl al-Jum'ah. Ghusl al-Jum'ah ist nach der Mehrheit der Ahlul Ilm eine erwünschte Handlung, keine Muss-Handlung. Wenn jetzt jemand die Freitagswaschung macht und dieses benutzte Wasser, der Körper ist ja rein, der Körper des Menschen ist rein. Das heißt, das Wasser hat nur einen reinen Körper getroffen sozusagen. Dieses Wasser, darf es benutzt werden für eine weitere Bereinigung? Es geht nicht darum, ob man das machen soll oder nicht. Ich glaube, die meisten würden das nicht machen.
Besonders wenn man eine Fülle von Wasser hat, wenn man reichlich Wasser hat, wie bei uns, musst du dir keine Sorgen über Wasser. Aber vielleicht in Gegenden, wo es Knappheit gibt, würde das schon in Frage kommen. Grundsätzlich ist das sehr sauber. Und es ist meistens so, dort wo es meistens, es gibt Dinge, über die wir uns ekeln, die für uns gar nicht in Frage kommen. Das sind aber, das ist ein Empfinden, das durch den Luxus entsteht, den wir haben. Ich glaube, dass einige von uns diverse Hemmungen, die sie heute haben, die ganz oben irgendwo im Himmel sind, dass sie viel weiter unten wären, wenn sie irgendwo anders aufgewachsen wären. Also auch was die Reinheit angeht und so. Auf jeden Fall, dieses Wasser hier, darf es benutzt werden? Die Hanabila sagen, es ist rein. Wasser, das in einer Soll-Tahara verwendet wurde, ist rein, aber dennoch ist es erwünscht, es zu meiden. Warum? Wieder die gleiche Geschichte. Khurujan min al-Khilaf, um den Khilaf der Gelehrten zu meiden.